Ich bin Dr. Colli, ich bin Hai. Und das ist der Schnuffel. Der liegt doch echt in der prallen Sonne mit seinem schwarzen Fell. Jetzt wird es ihm zu warm. Das ist das, wusste ich. Jetzt geht er in den Schatten. Der Kleine. Der macht immer total heftige Geräusche. Oh, seinen Schwarte. Ich hab im Lebensmittelgeschäft, ohne zu fragen inzwischen, hatte mir so eine riesen Tüte mit Fleisch und Knochen, mit Schwarte und Knochen. Und habe ich heute was aufgetaut und bevor ich das entdecken konnte, was das war, hatte sich der Schnuffel dann schon gegriffen. Und jetzt ist er im Paradies, weil er so ein riesen Ding hat. Und ich meine, ich kann da jetzt vorbeigehen, aber hier könnte jetzt niemand vorbeigehen, der würde sofort angreifen. Mich greift er nicht mehr an. Der hat mir bei der ersten Schwarte, hat er mir in dem Abstand hier hat er mich angeknurrt, dann habe ich ihm tief in die Augen geguckt und habe ihn gefragt, ob er bescheuert ist. Ich gebe ihm das Zeug doch nicht, um es ihm dann wieder wegzunehmen. Seitdem ist Ruhe. Obwohl er nicht so ganz happy ist, wenn ich zu nah rangehe. Ich könnte ihm das auch nicht wegnehmen, der wird sofort nach meiner Hand schnappen. Der kleine Schnuffel, gell, Schnuffel? Hä? Ja, das gefällt ihm jetzt schon wieder nicht. Das dauert ihm schon wieder zu lange, die Beobachtung. Dann machen wir mal wieder Schluss. Wir wollen ihn ja nicht ärgern, den kleinen Jungen. Da ist ein schöner Schattenplatz, hä, Junge. Da ist cool. Da liegt er im Schatten, der Schnuffel. Wer weiß, was gut ist. Hä, Schnuffel? Schnuffel, Schnut? Er guckt immer so misstrauisch, wenn ich irgendwie hier nicht einen Film. Ich tu dir nichts. Schnuffelschnut.
Ich glaube, der fühlt sich echt beobachtet. Ich höre mal wieder auf. Schnuffel reibt seinen Geruch auf den Boden, damit jeder sieht, dass er hier der Chef ist. Der Schnuffel.